Der Weihnachtsmann und der Nikolaus. Den Nikolaus soll es gegeben haben. Das hat irgendwas mit der Kirche zu tun, hier, der Nikolaus. Der Weihnachtsmann sagt mir nichts. Weihnachtsmann gibt die Geschenke an Weihnachten. Weihnachtsmann und Nikolaus? Ja. Oh Gott. Ja, der Nikolaus, das ist, glaube ich, vom Lande her. Der Nikolaus kommt in Holland und der Weihnachtsmann, der kommt in Deutschland. Der Nikolaus soll eine historische Person sein, irgendein Bischof von irgendwo in der Türkei. Gut, für die Kinder ist Nikolaus natürlich den Stiefel rausstellen und was Kleines reinpacken, aber Weihnachtsmann ist dann schon was anderes. Der Nikolaus ist ein Heiliger. Ja, Weihnachtsmann und Nikolaus ist das Gleiche. Ich meine, Christkindchen kommt zu Weihnachten und die beiden, die kommen zum Nikolaus. Also was er genau gemacht hat, warum er heilig gesprochen worden ist, weiß ich nicht. Der Nikolaus hat in einer armen Stadt, würde ich sagen, Essen an die Kinder verteilt, weil die kein Essen hatten. Aber im Grunde genommen ist beides das Gleiche, oder? Beides? Ja, die Funktion ist ja wahrscheinlich von beiden die gleiche. Das eine ist etwas Geschichtliches, was wirklich existiert hat. Der Weihnachtsmann ist von Coca-Cola aufgerüstet worden in Rot-Weiß. Der Nikolaus, der läuft ja eigentlich immer in seinem Gewand rum, das dieses typische Gold-Weiß. Also im Moment habe ich ganz was anderes im Kopf. Also ich. Ja? Nee, Osterhase war da im Kindergarten.